meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute dabei, ein bisschen mit meinem Laminiergerät Sachen einzulaminieren. Und da bin ich auf was gestoßen, wo ich gedacht habe, das ist was für die Abonnenten. Das kannst du ihnen zeigen, das ist ein toller Hack. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt, um was das es geht. Was ich hier habe, das ist einfach Washi-Tape, was ich mir aufgeklebt habe, und das habe ich einlaminiert auf beiden Seiten. Wenn ich mir das nach ausschneide jetzt, zeige euch das mal. So, ich schneide mir das hier offen. Dann habe ich hier, ich zeige euch das, Moment, ich muss ein bisschen mehr. So, diese Seiten sind nicht angeklebt, okay? Weil da dazwischen nichts klebt. Wenn ihr euch zwei Sachen reintut, dann habt ihr nur eine Seite laminiert und die andere Seite nicht. Und das ist auch ein toller Hack, wenn man mal was ausstanzen möchte und einen Glossy-Effekt haben möchte. Ne? So sieht das aus im Nachhinein, wenn das ausgestanzt ist, wie wenn da Glossy Essence darüber wäre. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen, was ich so alles einlaminiert schon habe. Wie seht ihr, ist alles einseitig. Hier habe ich mir eine Tasche draus gemacht, ne, wo ich mir jetzt diese einlaminierte Papiere reintun kann, damit ich weiß, hier ist noch so ein Stückchen. Das ist alles Washi. Das hier, das war eine Serviette. Das ist alles Washi-Tape. Ich habe sogar das hier probiert und da, wie ihr seht, habe ich auch schon Sachen ausgestanzt. Ich habe noch, hier liegen noch welche. Und hier auch noch. Das ist alles so Washi-Tape, was ich so einlaminiert habe, aber immer nur auf einer Seite. Das habe ich hier drin. Dann habe ich mir zum Beispiel hier, das ist auch, das ist Reispapier, aber auch nur eine Seite, so wie das hier. Und hier habe ich mir eine Tasche gemacht. Moment, jetzt muss ich gucken. So. Eine Tasche gemacht hier mit zwei Bretts, und hier sind all diese Sachen, die ich einlaminiert habe und ausgestanzt habe, wie zum Beispiel hier dieses Birthday. Da seht ihr sofort, ne, das hat so einen Glitzer, einen Glanzeffekt. Es gibt auch welche, hier ist mir das abgegangen, da habe ich da hat das nicht so funktioniert, aber das hier auch, ne, sind schon hier ist, ja, diese Happy Birthdays. Na, wie ihr seht, das gibt so einen leichten Glanzeffekt. Hier ist auch, na, so frohes. Hier ist ein frohes Fest. Es war einfach mal nur, um so ein bisschen auszuprobieren. Hier, das ist einlaminiert. Und dann hier sogar so ein Tannenbaum. Also, und dann, ja, der hat so einen Glanz. Ne? Und da dachte ich mir, oh, hey, toll, das ist doch mal eine tolle Sache. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn mal mit, und wie gesagt, immer nur einseitig einlaminiert. Ne? So, da habe ich mir gedacht, Entschuldigung, ich glaube, ich muss niesen. Nee, ich muss nicht. Da gibt es ja oft diese Papiere, Glitzerpapiere. Ich habe hier noch zwei Stück liegen. Das war von einer Action-Tüte. Und wie ihr wisst, dieses Glitzer, ne? Das fällt ja, ist ja Wahnsinn, was man da an Glitzer verliert. Und da habe ich mir, kam mir so die Idee, ne, ihr seht jetzt glitzert alles, kam mir die Idee, wie wäre es denn, wenn ich das einlaminieren werde? Wie sieht das aus, einlaminiert? So, natürlich hat das nicht sofort funktioniert. Und durch das Nicht-Funktionieren
bin ich auf was anderes gestoßen. Und das zeige ich euch jetzt. Was man mit diesem Glitzerpapier tun kann, erstens einmal, dass er nicht mehr so glitzert. Und zweitens, was geschieht mit Einlaminierung. So, wie ihr seht, ich habe die beiden jetzt zusammen hier, ne? Glitzer auf beiden Seiten. Und dann nehme ich mir hier so eine Laminierfolie und ich lege mir das hier rein. Okay, so. Hier ist Glitzer, da ist Glitzer und innen ist nichts. Und dann gebe ich das mal durch das Laminiergerät. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Es kann auch sein, dass ich es zweimal durchlaufen muss. Das gucken wir jetzt. Denn, ja, ihr werdet jetzt sagen, wieso laminiert sie das ein? Das hält ja nicht. Und genau da liegt der Hack. Und wie man aus einer Sache zwei Sachen machen kann. Und das seht ihr jetzt, sobald das hier raus ist. Jetzt habe ich überall Glitter hier. Ihr seht es vielleicht nicht in der Kamera, aber ja, ich glitzer. So. So langsam wird es hier. So, schauen wir mal. Ah, komm, wir drehen es nochmal um und gehen das nochmal durch die Maschine. Was dabei rauskommt, lasst euch überraschen. Ich könnte euch ja schon Sachen zeigen, aber dann ist das der Überraschungseffekt weg. Was geschieht jetzt, wenn das fertig ist? Natürlich, ich habe noch mehr Sachen einlaminiert, ne? Wie ihr mich kennt, das hier, das ist ein Notizbuch, das ist Geschenkpapier zu einer Seite einlaminiert. Also immer mit so umdrehen oder ihr macht euch einfach weißes Kopierpapier mit in das Ding, dann klebt es euch nicht zusammen und ihr habt nur eine Seite, die heftet. Ich habe aber noch, und hier habe ich noch ein Notizbuch, das war wieder so ein Reißpapier, wie ihr hier seht, ne? Ist hier nicht laminiert, nur zu dieser Seite. Ne? Also man kann sich da tolle Sachen machen, gibt so einen Glanzeffekt und ja, ist auch sauberer, würde ich mal sagen. So, ich denke mal, so, das ist okay. Was mache ich jetzt? Ich schneide das Ganze auf. So. Und jetzt werdet ihr sehen, natürlich bleibt diese Laminierfolie nicht auf Glitzer haften. Okay, was mache ich? Ich ziehe das Ganze ab. So, und was seht ihr? Ihr seht, ich habe das überschüssige Glitzer hier auf meiner Laminierfolie. Und hier könnt ihr rüberfahren und es fällt kein Glitzer mehr ab. Von daher macht es einfach einmal durch die Laminiermaschine oder Laminiergerät und ihr seid dem überschüssigen Glitzer los. Ne? Und schon kann man ordentlich mit diesem Glitzerpapier arbeiten und es fällt nicht mehr ab. So, natürlich, das werden wir jetzt nicht wegschmeißen, sondern das nehmen wir uns jetzt. Also Glitzer ist auf diesen Seiten, hier ist glatt und auf dieser Seite glatt. So, was mache ich jetzt? Ich mache das Ganze wieder zusammen. Ich nehme mir wieder eine Laminierfolie. Ich öffne das. Und lege mir das hier mit dem Glitzer einmal nach oben und einmal nach unten. Und in der Mitte dann halt die beiden flachen Teile. So. Und ich gehe das durch das Laminiergerät. So, was da geschieht, das kann ich euch zeigen. Und zwar habe ich davon genug hier liegen. So, einmal Papiere, alles weg.
was geschieht? Ihr geschieht, dass ihr das hier habt. Laminifolie, die beglittert im Innern ist und außen nicht. Da könnt ihr euch jetzt Text ausschneiden. Ihr könnt andere Sachen stanzen. Und schon habt ihr einen Glitzereffekt. Wie zum Beispiel... wartet mal. Ich nehme jetzt einfach mal... ich habe jetzt hier die Jumbo-Stanza, den Tannenbaum. Okay? Nehmen wir jetzt einfach mal den Tannenbaum und ich nehme mir hier so ein Teil. Okay? So, das lege ich mir hier in meinen Stanzer. So. Okay. So, ich stanze das. Und schon habe ich einen glitzernden, durchsichtigen Tannenbaum. Ja? Das ist auch eine Idee. Ich habe so viel Glitter und Flitter. Ich glaube, ich werde mir sehr viel von dem mal einlaminieren und es dann halt im Nachhinein so nutzen. Denn ja, das ist was, was mir gut gefällt. Und ich habe aus etwas, was man wegschmeißen würde, weil es ja nicht gehaftet hat, hat man einen tollen Heck und man kann sich halt Glitzersachen raustun. Ne? Man könnte da auch jetzt irgendwas stanzen. Habe ich jetzt irgendwo einen... Schau mal, habe ich hier, was habe ich hier noch für einen Stanz? Hier ist jetzt kein Motiv. Moment mal kurz. Also bin ich wieder, ne? Sehr gut vorbereitet. Könnte man sagen. Schauen wir mal. Ich nehme mir mal hier. Komm, wir versuchen das mal. Da steht... zauberhafte Weihnachten oder irgend sowas. schauen wir mal. Ne? Wir werden das mal ausstanzen. Und dafür nehme ich die kleine Stanzmaschine. So. Und dann gucken wir mal. So, schneiden das mal raus. Ich hoffe jetzt, dass das jetzt hier drauf passt. Oh, ganz genau. Oh, das ist Arbeiten. Also passt genau drauf. Ups. So. So ist ja jetzt nur, um euch das mal kurz zu zeigen. So, und dann mal kurz durch die Stanzmaschine. Ich gehe da auch zwei, dreimal darüber, nur um sicher zu gehen, dass es gut ausgestanzt ist. Man weiß ja nie, ne, mit den Stanzen. So. Und dann ist es ja auch Plastik, ne? So, dann schauen wir mal. Ne, das ist noch nicht genug. Dann legen wir es nochmal drauf. So. Und gebe noch mal paar mal durch, weil das funktioniert, ne? Es kann jetzt sein, dass es in der kleinen Maschine jetzt nicht so will, wie ich das möchte. Das kann natürlich auch sein Vorführeffekt, ne? Wie so üblich. So, schau mal jetzt mal. Das ist noch nicht ganz durch. Ah, dann geben. Ich versuche es mal in der Big Shot.
damit das ist besser. Ich denke wohl, dass, weil es filigran ist. So. Ja, der Vorführeffekt, der muss ja auch dabei sein. So, jetzt ist es aber raus. So, dann kommt schon. So. Jetzt hat es geklappt. So, zauberhafte Weihnachten. So, einmal aus der Stanze nehmen. So, okay. Und schon habt ihr ein, ja, zauberhaftes Weihnachten. Vielleicht habe ich mal ein Stückchen Papier, wo man das es ist vielleicht jetzt, doch, das geht. Ich denke wohl, auf Schwarz wäre es vielleicht besser. Ich bin mir aber nicht sicher. Da habe ich einen schwarzen Streifen. Mal gucken. So. Ne? Und schon habt ihr... Oh, auf Schwarz sieht das super aus. Cool. Ein beglittertes, glänzendes Teil, was aus... ja, überschüssigem Glitzer und Laminierfolie gemacht worden ist. Ich denke mal, es ist ein toller Hack, wenn man Glitzerpapiere hat, die sehr viel glittern und man nicht so, ja, sie nicht nutzen möchte, weil man überall einen Glitterhaften hat. Aber ich denke mal, wird schon eine tolle Karte geben. Zauberhafte Weihnachten mit so ein paar Bäumchen. Und ich zeige euch das hier noch dabei, nochmal. Wenn wir das jetzt hier ausschneiden, auch wieder rundherum. Ihr hättet auch eine Tasche, ne? Könntet ihr euch auch damit tun. Ne? Und dann noch mal hier. Entschuldigung. Und schon habt ihr ein laminiertes Glitzer. Ne? Damit kann man so tolle Sachen machen, wie ihr jetzt seht. Ne? Ich nehme auch noch mal die Stanze und ich stanze euch dann auch noch was in Washi-Tape. Komm, schauen wir mal. Ich lege das mal alles hier hin. Um euch zu zeigen, dass das auch funktioniert. Zauberhafte Weihnachten, da könnte ich ja auch mal... versuchen wir es mal hiermit. Und dann halt durch die große Stanzmaschine. Ich muss da nur erst... Ich brauche meinen Piekser. So. Und schon können wir. Ich lege mir das hier drauf und dann stanze ich das mal aus. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. So, zweimal durch, dann sind wir auch sicher und dann schauen wir mal, ob wir es rausbekommen. Ja. So, also da ist raus und dann gucken wir uns das hier noch an. Erstmal diese Teilchen hier raus.
Und schon habt ihr ein zauberhaft Weihnachten in ja, verschiedenen Washi-Tape. Oh, das sieht auch toll aus. Und schon, ja, es gibt einfach so einen gewissen Effekt. Und ja, so schnell kann man mit Laminierfolie sich halt ein Glossy Accents Effekt tun, ohne halt Glossy Accents zu besitzen. Na, der ist nicht richtig raus hier. So. Und das finde ich halt klasse, wenn man ein Laminiergerät hat, dass man sich dann mal so tolle Sachen machen kann. Sieht doch toll aus, ne? So, also eins in solchem und dann eins hier mit dem Glitzer. Finde ich klasse, finde ich richtig klasse. Ich finde auch, ja, der gefällt mir auch richtig gut. Ja, ich liebe sowieso diesen Tannenbaum, von daher. Tannenbäume kann ich nicht genug haben, also auf jeden Fall von dem hier. Und ja, passt auch immer, ne? Diesen Tannenbaum kann man ja immer nutzen. So, dann habe ich hier, ich habe hier noch eins, das werde ich jetzt auch noch mit euch einlaminieren. Also auch nochmal auf beiden Seiten Washi-Tape. Und ich würde sagen, dann bin ich mal ein bisschen gut gerüstet. Auf jeden Fall, ja, das Glitzerpapier kann man jetzt nutzen, ohne dass noch Glitzer da lose geht. Finde ich eigentlich ganz toll, wenn man mal so, es gibt ja viele Glitzerpapiere, wo das Glitzer halt losgeht. Und dann, wie ihr seht, hier habe ich jetzt ganz viele, ja, so einlaminierten Glitzer, den ich dann anders nutzen kann. Und es ist auch noch schön rosa. Ja, bin mal gespannt, wo ich das, inwiefern ich die, bei was ich die nutzen werde. Aber ich denke mal, in einem Mini-Album könnte das ganz toll aussehen, wenn man sich da was ausstanzt. Baby-Album, jetzt für Mädchen vielleicht, oder egal, Kommunion oder was auch immer. Oder ja, Weihnachten, wenn man rosa halt bei Weihnachten mag. Ansonsten, ja, alles geht eigentlich, ne? Und man kann ja auch den Glitzer nehmen, den man, auf den man Lust hat. Man kann sich ja auch nur Text daraus tun, wenn man nur an ein Geschenk hängen möchte oder so. Oder auch in irgendeinem Album oder Journal. Ja, und schon hat man seine Glitzerpapiere irgendwie genutzt und auch das Washi-Tape, wo man eher sagen würde, boah, was mache ich damit? Und dann kann man sich tolle Sachen ausstanzen. Auf jeden Fall so mit Schriften, das finde ich immer klasse. Und schon, ja, sieht das Ganze wiederum ganz, ganz anders aus. Wie zum Beispiel jetzt hier komme ich. Habe ich nicht so einen angefangen? Ich guck mal. Ich guck mal kurz, bevor ich hier alles. Oder wo ein bisschen mehr durcheinander ist. Na komm, wir nehmen das hier. Wie ihr seht, ne, ich habe schon ordentlich Washi-Tape einlaminiert. So. Probieren wir mal das hier. Machen wir ihn so. Wir machen ihn so. Und schon hat man einen coolen Tannenbaum. Ne? Ja. Wo man sich fragt, wow, was ist denn das? Das ist wie ein tolles Papier oder so. Und schon, ja, man hätte ihn auch so drehen können. Wie man dann eigentlich Lust darauf hat. Ich drehe auch noch einen so. So, der ist so gedreht. Ne? Wenn man die jetzt irgendwie auf einer Karte sieht, das doch, ja, denke ich mal, ganz toll aus. Und diesen Effekt, diesen Glossy-Effekt, wo das halt gibt, das finde ich klasse an der Sache. Und ja,
Das war's auch eigentlich schon für heute. Ja, ich laminiere ein bisschen von allem ein. Wie ihr seht, was man alles mit einer Seite tun kann, was man da alles daraus machen kann, ob das A4 ist oder nur kleine mit Washi-Tape oder was auch immer. Ganz, ganz kleine. Wie ihr seht, ich habe mir Taschen rausgemacht, ne, ein Stanzteil drauf. Hier eine Tasche, die, wo ich jetzt meine Stanzteile hier rein tun werde. So. Dann liegt das alles beieinander. Ich weiß, dass das hier die einlaminierten Sachen sind. Und ja, schon habt ihr aus wenig was Tolles gemacht. So, ja, meine Lieben, das war's für heute. Ein bisschen chaotisches Video, aber nun ja, beim Einlaminieren ist das so. Halt, wenn ihr Glitterpapier habt, was euch zu viel glitzert, wo der Glitzer abfällt, laminiert es euch einmal ein. Am besten, ihr nehmt zwei, ne, so wie ich es gemacht habe, zwei Glitzerpapiere, das eine nach unten, das andere nach oben gedreht durch das Laminiergerät. Und dann zieht euch die Laminierfolie ab und dann laminiert euch nochmal den Glitzer ein. Und schon habt ihr sowas Tolles. Ja, ein Acetat, wo man vielleicht sagt, ich möchte ein Schüttelelement machen und ich möchte vorne ein bisschen ein Glitzer-Dings haben, wo hinten dann die Sachen reintun. Man sieht ja durch. Ist vielleicht auch mal eine tolle Idee. Und von daher, ja, wie gesagt, probiert's aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr es schon mal versucht habt so oder diesen Trick vielleicht auch schon kennt oder wie ihr es nutzen werdet, ob ihr es versuchen werdet, ja, und so weiter und so fort. Ne? Lasst mich einfach in den Kommentaren wissen. Also ich finde es einen tollen Hack, um halt die Sache nicht wegzuschmeißen und einfach halt nochmal einlaminieren und schon kann man coole Sachen draus tun. Und ja, dann, ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wie gesagt, Kommentar freue ich mich immer. Für diejenigen, die mir noch nicht abonniert haben, lasst mir ein Abo da. Würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Und dann, ja, wie immer, passt auf euch auf. Bleibt gesund, vor allem kreativ. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.